Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind wieder im Centerparks Allgäu und wie ihr seht, wir stehen direkt vor unserem Haus. Das zeige ich euch jetzt auch einmal, denn wir sind dieses Mal in zwei verschiedenen Unterkünften. Zuerst Exklusivferienhaus und ab Ende der Woche wechseln wir nochmal in ein VIP-Ferienhaus. Heute zeige ich euch erstmal das Exklusivferienhaus und ich würde sagen, kommt mal mit rein. So, wenn ihr reinkommt, erstmal ein schöner großer Spiegel. Haben wir auch. Und da seht ihr schon die Bank zum Sitzen und hier oben auch schön nochmal für Jacken etc. So, hier vorne rechts ist gleich die erste Toilette. Das Licht geht dann immer automatisch an, eine Toilette. Und wenn ihr reingeht, ein kleines Waschbecken. Das ist das erste. Die erste kleine Toilette, denn wir haben oben auch noch mal eine. Ich würde sagen, wir gehen erstmal gerade durch, denn was ich immer an diesen Exklusivhäusern so schön finde, wenn ihr so auf diese halbe Etage hochkommt und ihr seid dann hier so im Wohnzimmer. Draußen Grill, Terrasse zeige ich euch gleich noch mal. Hier an der Seite eine schöne Essecke. Das Ganze haben wir dann auch noch mal auf der anderen Seite, passend dazu die schöne offene Küche. Ich zoome das einfach mal so ein bisschen raus, dass ihr das so in der vollen Pracht mal seht. So sieht das Ganze hier aus. Ich finde, also das gefällt mir echt gut an diesen Exklusivferienhäusern. Wir waren hier schon zweimal. Wenn ihr dann hier rausgeht, auf die Terrasse mit dem Grill, Stühle. Wir haben übrigens ein 8-Personen-Exklusivhaus. Und dann bist du hier immer schön in der Natur. Ich zeige das jetzt nochmal kurz so komplett. Wir haben auch wieder bestes Wetter diesmal. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr schön. So, wir gehen mal rein. So, hier nochmal normale Sofaecke, ne? Fernseher und für die kalte Jahreszeit ein Kamin. Braucht mir Gott sei Dank noch nicht. So, an technischen Geräten, ihr habt hier wie in jedem Centerpark so diese Allround Mikrowelle Backofen. Natürlich habt ihr hier wieder einen Kühlschrank auch mit dabei. Spüle ist mit dabei, Herdfläche ist ganz normal mit dabei. Auch hier alles wieder, was man so hat, ne? Töpfe, Pfannen etc. Also die ganze Standardausrüstung. Mittlerweile Kaffeemaschinen, nicht mehr die deutsche Gusto, sondern normale Kaffeemaschinen. Wasserkocher habt ihr mit dabei. Ein Schwung voll Gläser und was man alles so braucht an Ausstattung. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir gleich mal in die nächste Etage. Da ist nämlich dann auch die zweite Toilette gleich hier auf der linken Seite. Auch wieder mit kleinem Waschbecken und auch wieder Toilette. Ich sag mal so Standard, ne? Von hier oben habt ihr jetzt nochmal einen extrem schönen Blick auf das Wohnzimmer. Und hier oben ist dann auch mehr oder weniger auch schon das Highlight. Denn nicht nur, dass ihr eine wunderschöne Whirlpool-Badewanne hier habt. Ich finde das Bad hier oben auch wirklich extrem cool. Hier hinten dann nochmal mit der Dusche. Finde ich super schön. Und passt auf, da habt ihr auch die Sauna. Und gut, wir sind jetzt im Sommer da, aber wenn ihr im Winter da seid, könnt ihr dann hier schön auf die Außenterrasse oben. Stelle ich mir im Winter sehr schön vor, wenn dann hier vielleicht sogar Schnee liegt oder so. Und da habt ihr auch den Blick in die Sauna, natürlich mit getönten Scheiben. Aber theoretisch gesehen könnt ihr von der Sauna rausgucken auf die Terrasse. So, und dann haben wir natürlich hier oben auch noch ein Schlafzimmer. So sieht das aus, Doppelbett. Ich schwenke einmal mal durch mit Blick nach vorne raus, großes Fenster, Fernseher. Ja, sehr, sehr schön. Wir gehen runter, denn wie gesagt, 8 Personen haben hier Platz. Das erste Schlafzimmer habt ihr jetzt gesehen. Wir gucken uns jetzt die anderen Schlafzimmer an. So, hier gleich um die Ecke das nächste Schlafzimmer. Auch wieder Doppelbett, schön groß geräumig. Platz noch für ein Kinderbett. Und auch hier, wenn ihr möchtet, Fernseher, Föhn, Spiegel, also das komplette Paket. Weiter geht's, denn jetzt geht's den langen Gang entlang. Gleich hier vorne auf der rechten Seite habt ihr noch ein Badezimmer. Achso, Licht ist schon an. Mit Dusche. Auch wieder eine schöne große Dusche. So, und dann habt ihr hinten am Ende des Flurs nochmal 2 Zimmer. Einmal linke Seite, nochmal wieder Doppelbett. Auch wieder Fernseher, Spiegel. Und was ich cool finde, in dem Zimmer habt ihr dann nochmal eine separate Dusche. Also Dusche können wir uns wirklich nicht beschweren, haben wir hier genug. Und wenn ihr drüben in das Zimmer geht, auch wieder Doppelbett, Blick nach draußen auf die Terrasse, natürlich auch wieder Fernseher und der hat da hinten nochmal versteckt.
nämlich auch nochmal eine kleine Dusche. Was heißt klein? Eine große Dusche und ein Bad. Ja, meine Lieben, das erstmal soweit hier raus aus unserem exklusiven Ferienhaus. 8 Personen. Wir wechseln am Ende der Woche nochmal in ein VIP-Ferienhaus. 6 Personen. Das zeige ich euch auch nochmal. Und jetzt zeige ich euch mal, was es hier noch so zu erleben gibt im Centerparks im Allgäu. So, meine Lieben, dann gehen wir jetzt mal in den Dom. Und dann zeige ich euch mal, was ihr hier noch alles so entdecken könnt. Hier ist das Baluba Spieleland drin, Action Factory, diverse Restaurants. Und natürlich geht es hier auch zum Schwimmbad. Das gucken wir uns jetzt alles mal zusammen an. Gleich vorne rechts, wenn ihr reinkommt, ist das Rockets. Das ist so ein Burger-Restaurant. Auf der linken Seite ist so ein traditionelles Restaurant. Und hier so mittig ist die Showbühne. Das gehört auch noch zum Restaurant mit dazu. Hier von der linken Seite. Hier gibt es dann auch abends immer die Shows etc. Beziehungsweise Quiz Night oder auch Ori könnt ihr hier treffen. Das alles direkt hier im Eingangsbereich. Quasi mittig. So, wir gehen erstmal hier links lang, denn da geht's zur Action Factory. So, hier habt ihr rechts Billardmöglichkeiten und links den Indoor-Spielplatz. Dann habt ihr hier noch Sitzmöglichkeiten. Da geht's noch zu Game Town. Das hat jetzt noch zu, aber das ist ja quasi in jedem Centerpark so das Gleiche, sage ich jetzt mal. Gerade drauf zu die Bowlingbahn. Hier noch weitere Möglichkeiten, Billard zu spielen. Also hier kann man sich gut aufhalten in der Action Factory. Ich zeige euch hier nochmal kurz das Game Town so ein bisschen. Aber ich denke, wer schon mal in den Centerparks war, der kennt das Game Town. Hier ist die Bowlingbahn. Auch sehr schön, so ein bisschen in so einem Holzfäller-Optik. So, hier hinten seht ihr noch die Endbahn von der Indoor-Minigolf-Anlage. Haben wir auch einmal gespielt. Hat Spaß gemacht. Diese ganzen Maschinen und sowas, die reagieren immer mit Lichtschranken, wenn ihr da irgendwie mit den Bällen spielt. Und hier hinten das letzte Loch. Wenn ihr dann hier versenkt, dann blinkt das nochmal alles und dann ist der Ball auch weg. Dann habt ihr hier so eine Art Autoscooter, also diese Bumper-Cars heißt das, meine ich. Und da hinten noch Indoor-Kletterwelt und Indoor-Trampolinspringen. Ja, das habt ihr alles in der Action Factory. Wir gehen mal weiter durch den Dom. So, wenn ihr euch links haltet, habt ihr dann hier den Supermarkt und den Bäcker. Ist ein Nahkauf, also ein Rewe ist es, glaube ich, dann. So, wir gehen mal hier einmal rechts dran vorbei. So, hier mittig wieder das typische Dschungelmäßige mit dem kleinen See. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Da könnt ihr auf so eine schöne Brücke langlaufen. Da ist übrigens auch die Information und da drüben, schwenke ich gleich mal rüber, geht es auch ins Aquamundo. Und hier habt ihr so ein bisschen Tropical, Fischteich, bisschen Palmen und wie gesagt, da drüben den Bäcker und den Einkaufsladen, der auch die ganze Zeit auf hat. Ich glaube immer bis 21 Uhr auf, zwar sonntags da bis 19 Uhr, wie gesagt, hier die Rezeption und daneben der Eingang ins Aquamundo. Dann habt ihr hier auch schon das nächste Restaurant. So, dann habt ihr auf der linken Seite noch das Frühstücksrestaurant. Wie gesagt, hier ist ein Restaurant, das wechselt. Ich glaube, das ist dann mal das Pfannkuchenhaus. Mal ein normales Restaurant, das fehlt aber alles in der App. Wir gehen mal weiter ins Spieleland. So, kurz vorm Ausgang. Auf der anderen Seite des Doms habt ihr noch das Baluba Spieleland. Hier könnt ihr noch mal ins Restaurant so einen kleinen Blick werfen. Das ist genau nebenan. Und das dann auch nochmal eine Kaffeebar etc. für euch Eltern, wenn ihr dann hier sitzt im Spielland, könnt ihr da quasi raus Kaffee und Kuchen bekommen. So, hier ist auch die Kidsbühne, wo dann Aktivitäten mit Ori und seinen Freunden stattfinden. Und da hinten ist das Crea-Atelier, Wachshand etc. gibt es dann da. Also alles so Indoor für die Kids, dass sie da sich noch ein bisschen beschäftigen können. Das habt ihr hier hinten. Und dann habt ihr hier auch nochmal im Baluba-Spielland eine Möglichkeit für die ganz kleinen Kids, das zeige ich euch noch einmal. Die können hier hinten noch spielen in so einem kleinen Bällebad. Na, hier sind verschiedene Bällebäder, die auch ein bisschen abgeschirmt sind, dass die Kids dann nicht euch entflüchten können. So, und gleich daneben habt ihr dann das Baluba für die großen Kids mit Rutschen, Klettertürmen, hier so einen kleinen Go-Kart-Park
Und dann nochmal einen riesigen Kletterborg. Ich drehe mich jetzt noch einmal. Hier Sitzmöglichkeiten für die Eltern. So sieht das Ganze dann aus. Ja, das war's hier. So, und so sieht dann der Dom von der anderen Seite ein. Da ist dann der Eingang. Und so sieht dann der Dom von der anderen Seite aus. Da ist dann auch wieder der Ausgang bzw. Eingang. Und da geht es auch nochmal separat ins Spielland. Und hier seht ihr dann auch den Platz, wo dann sonst immer der Markt ist. Dienstags, donnerstags und samstags. Da hinten seht ihr schon, da geht es zu der Kletterwelt. Fußball gibt es dann noch, das Bienenhaus. Also da sind noch so ein paar Aktivitäten. Ja, und hier links geht es zum großen Fuchsspielplatz, zum Streichelzoo. Das zeige ich euch jetzt nochmal. So, das ist so mit der Fuchsspielplatz, ist glaube ich so mit der größte Spielplatz hier. Er liegt halt auch direkt am Dom. Hier ist immer gerade auch zur Mittagszeit sehr viel Trouble, weil dann hier alle so mit den Kindern auflaufen. Ja, einige Spielgeräte, aber ihr habt verschiedene Spielplätze hier im Park, wobei das wirklich so mit Abstand der größte ist. Bei uns in der Nähe vom Haus ist ja nochmal so ein Stierparkplatz, Spielplatz. Der ist ein Tucken kleiner, aber so, wenn ihr so richtig ein bisschen Auslauf wollt, dann ist das hier somit der größte Spielplatz. Wie gesagt, auch der direkt im Eingangsbereich zum Dom. Gleich daneben ist dann auch der Streichelzoo. Hier ist dann auch, wenn ihr die Aktivitäten bucht, Ponyreiten und also alles, was so mit Tieren oder mit Outdoor zu tun hat, das ist alles hier in dem Gelände. Ich zeige euch gleich mal, da vorne ist das Sommervibes-Gelände. Das liegt hier alles sehr beieinander. Ja, Ziegen, Esel, kleine Meerschweinchen haben die hier, glaube ich. Ja, also ich sag mal so, was man so kennt, ist hier alles so parat. Wir gehen noch mal kurz zu dem Bauernhof, der ist auch gleich da vorne. So, hier ist auch der Summer Vibes Spot. Hier gibt es dann verschiedene Aktivitäten. Beziehungsweise hier kann man auch einfach so ein bisschen rumhängen. Und gegenüber gibt es dann den Spot, wo dann die Kinder mit den Aktivitäten machen, was man auch buchen kann. Was haben wir hier gemacht? Wir haben einen Traumfänger gebastelt. Das war dann hier. Und da hinten ist dann Sommerkino und Leinwand. Ja. Volleyball findet da hinten noch, Fußballfeld findet da hinten noch. Gleich gegenüber, wie gesagt, der Streichelzoo. Und wir gehen jetzt nochmal zum Bauernhof. So, auf der Kidsfarm, auf dem Kinderbauernhof, erwartet euch gleich immer die grüne Kuh, wenn ihr hier ankommt. Wie gesagt, da sind die kleinen Ponys, die Esel sind da drin. Hat jetzt noch zu, aber ich zeige es euch trotzdem mal so von außen. Hier sind die Schafe und die Ziegen nebenan, da können eure Kinder rum. Und ich glaube, ich meine, hier waren Meerschweinchen drin, ne? Okay, schläft alles, aber hier sind Meerschweinchen oder Häschen drin. Ja, so sieht das Ganze, ein Hahn ist auch noch da, so sieht das Ganze aus. Hier nochmal kurz, aber da ist das Pferdchen. Ja, aber sonst schläft hier alles noch. Wie gesagt, wir sind extra ein bisschen früh morgens unterwegs, damit wir nicht so viele Menschen auf der Kamera haben, ne? So, wir gehen jetzt nochmal da vorne, da ist der Baggerspot und da geht es dann auch wieder quasi auf die Frontseite. Da ist dann auch noch das Cycle Center. Das zeige ich euch auch eben nochmal. So, aus der Seite kommt ihr quasi vom Eingang her und dann habt ihr hier auf der linken Seite, ich sag mal so, es ist ein bisschen abgelegen, die Bagger Area haben wir auch gemacht, hier ein bisschen Kies baggern mit dem Kleinen, hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, sind 15 Minuten so eine Einheit? 15 oder 20 Minuten, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist okay, kann man auf jeden Fall machen. Hier neben habt ihr noch gleich den Pfad, nenne ich ihn jetzt mal, von der Kids Safari. Da kommt er dann quasi da durch, da geht es auch zum Cycle Center, das zeige ich euch jetzt nochmal. Und dann kommt ihr hier so angedüst, da kommt ihr angedüst hier rein. Und hier könnt ihr noch die Kids Safari machen mit diesen kleinen Elektro, was sind das, Buggies oder sowas, ne? So, hier vorne, wie gesagt, seid ihr dann schon wieder am Hauptplatz, wo dann auch der See ist, wo ihr auch die Boote mieten könnt. Hier könnt ihr eure, wenn ihr selber Fahrräder mitgebracht habt, abstellen. Und da gehen wir jetzt durch zum Cycle Center, da zeige ich euch auch nochmal, wie das aussieht. So, kurzer Zwischenstopp noch, da ist das Hauptgebäude. Hier habt ihr noch diesen See, diesen kleinen. Hier findet das statt, wenn ihr für eure Kinder bucht, dass die in so Bällen auf dem See rumdüsen können. Und gleich dahinter ist der große See, da seht ihr auch, da haben wir dann die kleinen Boote, mit denen ihr rumschippern könnt. Also es ist getrennt voneinander. Kleiner See für diese Bälle da, da geht es da der Einstieg. Und großer See da hinten für das Schiffefahren. So, weiter zum Cycle Center. So, da seht ihr schon, da sind wir beim Cycle Center. Kurz zur Orientierung, da könnt ihr auch die Kids Safari ausleihen. Da ist der große Parkplatz, wo ihr halt herkommt. Da geht es zum Dom und hier ist das Cycle Center.
so, ne? Catcards etc. könnt ihr alles ausleihen. Golfbuggies, Fahrräder, all das kriegt ihr hier im Cycle Center. So, wir gehen jetzt mal weiter, denn hier gibt es die nächsten Aktivitäten. Das Kindertrampolinspringen und das Outdoor-Minidolf kommt dann hier hinter. Ihr seht, ein paar Golfbuggies sind auch noch da, falls ihr eins braucht. Haben wir uns auch in der ersten Woche gemietet. Kann man auf jeden Fall machen, wenn ihr weiter hinten im Park seid. Dann erspart das schon einige Wege und ist sehr angenehm. So, aus der Richtung kommt der vom Dom, das seht ihr schon. Und hier ist dann auch gleich das Trampolinspringen, was ihr für die Kinder, Bungee-Trampolinspringen, was ihr für die Kinder buchen könnt. Und gleich daneben habt ihr das Adventure Golf. Das geht hier über 18 Löcher. Hier so komplett, ich sag mal so am See entlang. Dann habt ihr immer linke Seite oder rechte Seite. Das wechselt hier immer so ein bisschen. Ist auch ganz schön. Wie gesagt, durch das Wetter hatten wir uns für Indoor-Minigolf entschieden. Aber ich glaube, beides macht, es ist halt Minigolf, es macht beides Spaß. Ja, das erschreckt sich hier. Und wenn wir dann da wieder rumgehen, dann kommen wir auch schon wieder beim Stierspielplatz an. Ich zeige euch mal kurz einmal so ein bisschen den Ausblick hier. Und da hinten sind dann für diese Woche unser VIP-Ferienhaus und die Exklusiv-Ferienhäuser, die waren so in der Richtung. Ja, das mal so als groben Überblick, was ihr hier so alles machen könnt. Wie gesagt, es gibt natürlich noch zahlreiche Aktivitäten, die ihr über die App auch so buchen könnt, wo ihr dann mit entweder unterwegs seid oder irgendwelche Ausflüge habt etc. Aber dass ihr mal so einen groben Einblick bekommen habt, was man hier so direkt im Park auch wirklich machen kann. Ich glaube, da ist ganz gut. Wie gesagt, da hinten neben dem Aquamondo ist dann auch noch der Hochseilgarten. Den haben wir eben von der anderen Seite ein bisschen gesehen. Da ist dann auch noch so ein kleines Fußballfeld, wo man gegen die Wand schießen kann. So ein interaktives. Ja, und das Bienenhaus, wenn man sich das nochmal angucken möchte, das ist da auch noch. Ja, aber ich glaube, sonst so groß und Ganzen habe ich euch hier alles gezeigt, was man hier so um den Dom, das ist ja bei den meisten Centerparks so, dass die ganzen Aktivitäten sich um den Dom platzieren, was man hier so machen kann. Gut, meine Lieben, bis soweit an dieser Stelle erstmal. Noch so eine kleine Info für alle, die kein Exklusivhaus haben, die haben ja keine Waschmaschine dabei, gibt es ja extra einen Waschsalon, da könnt ihr eure Wäsche waschen. Das Ganze läuft über eine App. Ich glaube, einmal waschen kostet irgendwie 6,50 Euro oder so. Waschmittel kriegt ihr hier auch vor Ort, falls ihr das braucht. So, wir stehen jetzt vor unserem neuen Ferienhaus für diese Woche. Nur ganz kurz, die erste Woche war eine Einladung von Centerparks. Vielen Dank an der Stelle dafür. Die zweite Woche jetzt haben wir selbst bezahlt. Darum werdet ihr dann gleich auch sehen, wie vielleicht der Unterschied ist zwischen der Sauberkeit. Denn hier wissen sie natürlich nicht, dass ich jetzt in das Haus einziehe. Beim anderen Haus wussten sie es ja. Darum bin ich mal gespannt, wie das Haus aussieht. Es ist jetzt ein VIP-Ferienhaus für 6 Personen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns das mal zusammen an. So, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, jetzt 6 Personen VIP-Haus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier schön. Oh, das sieht aber gut aus. In den offenen Bereich. Seht ihr hier Wohnzimmer, auch hier ein Kamin, Fernseher. Und ich drehe mich mal ganz elegant. Da wieder die offene Küche. Diesmal habt ihr dann nur eine Küchenzeile, nicht noch so eine Kücheninsel in der Mitte. Hier auch wieder das Handtuchpaket etc. Wir gucken mal in die Schränke rein. Was ist hier oben drin? Auch nochmal. Was haben wir hier? Tassen und Teller und Gläser. Da oben ist ein Toaster. Wie immer diese Mikrowelle-Ofen-Kombination. Normale Kaffeemaschine, Wasserkocher, ein bisschen Besteckzubehör. Hier ist bestimmt dann noch einmal Töpfe. Schale habt ihr hier. Was haben wir hier drin? Ja, ganz normal Besteck, sehr gut. Geschirrspüler. Müssen wir noch ausräumen. Einmal Müll. Immer noch so eine Reibe und noch eine Kaffeekanne. Gut, dann Kühlschrank ist, denke ich mal, ja gut, der ist halt überall gleich, ne? Mit Eisfach oben. So, dann könnt ihr hier schon mal einen Blick drauf werfen auf unsere Terrasse. Die ist ganz cool, die ist nämlich irgendwie dann, glaube ich, auch mit dem einen oder anderen Zimmer verbunden. Auf jeden Fall geht es hier raus. Wir gucken uns mal kurz hier draußen um. Ach genau, und dann mit dem Zimmer. Mit dem Zimmer ist dann auch die Terrasse verbunden. Grill habt ihr auch bei VIP wieder mit dabei. Ja, und ihr seht unseren Ausblick. Wald und links hinten ist der Dom. So. Aber auch hier muss ich sagen, bis jetzt alles ordentlich und sauber. Ihr seht es ja selber. So, dann kommen wir hier hinten in den Bereich. Einmal wieder Doppelbett. Mit Spiegel und Föhn. So, dann habt ihr hier, glaube ich, noch mal. Ja, hier ist
der falsche Lichtschalter angewiesen. Hier ist noch einmal eine Dusche, Waschbecken, Toilette, aber auch keine Haare drin und nichts. Also auch alles sauber. Hier ist dann das nächste Schlafzimmer, auch wieder normal Doppelbett. Hier steht jetzt auch noch ein Kinderbett parat. Ihr habt einen Blick raus auf die Terrasse. So, und jetzt gehen wir einmal wieder rüber. Hier habt ihr übrigens im Eingangsbereich. Wir gucken hier mal rein. Achso, okay, das ist die Therme. Hier hinter versteckt sich. Gut, Elektroschrank, aber so ein bisschen Utensilien, um Wäsche aufzuhängen. Dann habt ihr hier natürlich zur Rechten noch eine Garderobe. Und ganz witzig, das zeige ich mal so aus der Perspektive. Hier habt ihr noch so eine kleine Sitzbank hier im Flur, nenne ich es jetzt mal. So, dann gehen wir hier rein. Das nächste Zimmer. Hier jetzt mit Fernseher. Und was ist besonders an dem Zimmer? Ihr habt nochmal eure eigene Dusche und Bad gleich quasi hier mit im Zimmer. Guck hier nochmal rein. Und warte, hier machen wir auch nochmal einen Test. Aber auch keine Haare, nichts, alles sauber. Huhu. Hier nochmal ein Spiegel. Dann gehen wir jetzt hier raus. Ach, das ist aber hier viele Türen. Links rum. Dann habt ihr, glaube ich, nochmal separat eine Toilette. Jawohl. Ich habe mir nämlich den Grundriss auf jeden Fall schon mal angeguckt. Na, ganz normal eine Toilette. Und dann haben wir hier nochmal das ganz große Badezimmer. Mit einer großen Whirlpool-Badewanne. Infrarotsauna. Und dann habt ihr hier hinten nochmal eine Dusche. Also ich würde sagen, für 6 Personen haben wir auf jeden Fall genug Duschen. Oh, wir haben ja sogar so eine JBL-Soundbar. Sehr cool. Und von hier aus könnt ihr dann auch raus wieder auf den Balkon. Ja, mein Lieben, das ist unser VIP-6-Personen-Haus. Jetzt habt ihr mal den direkten Vergleich zum Exklusivhaus, was wir davor hatten. Das war allerdings auch für 8 Personen. Aber ich denke, ich konnte euch trotzdem einen ganz guten Eindruck hiervon vermitteln. Ja, wie gesagt, ab jetzt im Endeffekt keine Werbung mehr. Das habe ich jetzt hier selbst bezahlt, das Haus. Wie gesagt, das Exklusivhaus, das war eine Einladung von Center Parks. Vielen lieben Dank dafür an der Stelle. Aber ihr habt gesehen, auch wenn man hier inkognito anreist, und ich hatte sowieso, muss ich ehrlich sagen, noch nie das Problem mit dreckigen Häusern. Aber auch so, das Haus ist geputzt, es sind nirgends Haare im Abfluss, es ist alles sauber. Ich kann mich nicht beschweren. So, meine Lieben, ich denke, ich habe euch 2 Ferienhäuser gezeigt. Einmal den Typ Exklusiv, einmal den Typ VIP. Dann habe ich euch so einen kleinen Rundgang durch den Park gegeben mit den ganzen Aktivitäten, was man hier machen kann. Ich hoffe, ich habe euch zwischendurch immer ein paar schöne Bilder eingeblendet, wie der Park so aussieht. Ich persönlich finde, den Allgäu-Park ist mit einer der schönsten. Wie gesagt, wir sind auch mittlerweile ja schon zum 3. Mal hier. Ich glaube, das spricht auch für sich. Wie gesagt, nicht nur den Park an sich finde ich schön, auch die Lage. Denn auch von hier aus kann man sehr viel starten. Bodensee ist nicht weit weg. Oberstdorf, wenn ihr klettern wollt. Dann Hündel, guckt euch den gerne an. Das ist ein Berg hier ganz in der Nähe. Gerade für Kids sehr, sehr schön. Jetzt kommt ein Flugzeug. Ja, abschließend bleibt mir als Fazit zu sagen, wir werden sicherlich nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wenn man in Deutschland mal Urlaub macht, finde ich, ist das hier im Allgäu für uns Norddeutsche sehr, sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich etwas vergessen habe zu zeigen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann werde ich das noch nachholen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht habt, lasst gerne ein Abo da. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, drückt gerne den Like-Knopf hier. Ich habe die Tasche, darum halte ich das gerade so komisch. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich mit dem Sonnenaufgang. Macht's gut. Bye, bye.